liebe Gläubige aus der näheren und ferneren Umgebung. Es freut mich, dass wir heute wieder gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können und feiern dürfen. Wenn wir selber, viele von Ihnen, selber ein schweres Schicksal zu tragen gehabt haben, so denke ich, ist es ganz gut, um jene Worte zu hören, die wir insbesondere in der ersten Lesung und dann auch im Evangelium zu uns haben erklingen lassen. Jene Worte, wo deutlich gemacht wird, zunächst fast 1000 Jahre bevor Christus selber zur Welt gekommen ist, zu dem König Salomo, wie schon damals dieser sehr weise König den Herrgott darum gebeten hat, sein Haus zu segnen, damit deutlich wird, für alle Völker und nicht nur für einige wenige, für alle Völker, wer der Herrgott ist, dass der Herrgott ein liebevoller Vater und wie eine liebevolle Mutter ist. Später dann, wie Jesus selber unterwegs war mit seinen Jüngern, kommt dann auf einmal dieser heidnische Hauptmann zu ihm. Er ist gar nicht selber gekommen, sondern er hat sich für nicht wert befunden, dass er selber hinkommt. Denn es war klar, er war ein Ausländer. Er war, wenn man so will, ein Feind des jüdischen Volkes. Und jetzt kommt also dieser Hauptmann, der aber sehr viel Gutes getan hat, übrigens auch ein sehr bescheidener Mann sein dürfte, kommt dieser Hauptmann mit dieser Bitte, die er hat vortragen lassen, zum Herrn. Hilf meinem Diener, denn wir können ihm nicht helfen. Aber du bist der, auf den Gott hören wird. Du bist der Sohn Gottes. Und wenn du ihm hilfst, dann wird er gesund werden. Wenn du ihm nicht hilfst, wird er in wenigen Stunden verstorben sein. Ja, es ist klar, dass Jesus selber dann mit Erstaunen antwortet. So einen Glauben habe ich auch in Israel noch nicht gefunden. Und dann heilt er ganz ohne besondere Sachen, ohne viel Aufwand darum zu machen, diesen Mann, diesen Diener. Ich denke, der Herrgott ist damals der gleiche, wie er heute ist. Und so dürfen wir auch davon ausgehen, dass er, der Herrgott, in ähnlicher Weise, wie er damals Leuten geholfen hat, auch uns in unserer Zeit hilft. Freilich ist das meistens nicht mit großem Prunk, freilich ist das nicht mit großem Aufwand, sondern eben, wie es auch damals war, in ganz einfachen Zeichen, in ganz einfachen Worten. Selber bin ich davon überzeugt, dass der Herrgott sehr viel aktiver in unserem Leben ist, als wir uns das meistens vorstellen. Es kommt nicht darauf an, dass man irgendwelche ganz große Wunder sieht, sondern es kommt darauf an, was man in seinem Herzen spürt. Und wenn in unserem Herzen der Friede Christi ist, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich habe gesagt, dann sind wir auf einem guten Weg. Ich habe nicht gesagt, dann sind wir auf einem bequemen Weg. Denn bequem war das Folgen Jesu eigentlich nie. Es ist damals nicht leicht gewesen für die Jünger,
An einer anderen Stelle fragt Jesus sogar, wie viele Leute enttäuscht sich von ihm abgewandt haben. Da fragt er seine Jünger, wollt ihr vielleicht auch gehen? Aber Petrus antwortet dann, Herr, du hast das ewige Leben. Meine Lieben, wir selber sind gläubige Christen. Und das bedeutet auch, wir dürfen uns darauf verlassen, wir dürfen darauf vertrauen, dass der Herrgott auch in unserem Herzen wirkt und tätig ist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er das bei uns gewirkt hat, was er auch damals bei den Aposteln gewirkt hat, wie der Heilige Geist auf die Jünger herabgekommen ist. Ja, Gottes Geist ist auch bei uns, davon bin ich überzeugt. Aber es wird auch auf uns ankommen, wie wir denn mit diesem Geist umgehen. Viele von Ihnen, wahrscheinlich die meisten, haben sehr bittere Stunden und sehr bittere Tage und vielleicht Monate erleben müssen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise einige Jahre nachher auch noch. Das ist nicht leicht gewesen für sie. Heute hat sich unsere Zeit massiv geändert. Ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, jene Änderungen, die in den letzten 50 Jahren in etwa mit unserer Gesellschaft vonstattengegangen sind, sind größer als die Änderungen in der davorliegenden 200 Jahren. Wir sehen das einmal in den Entwicklungen der Technik. Wir sehen das in den Entwicklungen der diversen wissenschaftlichen Versuchen, die ich selber in der dritten Volksschule war, hat mein damaliger Lehrer, mir mit dem Brustton der Überzeugung sagen können, Steine werden immer wieder zur Erde herunterfallen und es wird gar nicht möglich sein, dass man einen Stein so hoch schießt, dass er nicht mehr zurückkommt. Heute ist es für uns gar nicht mehr verwunderlich, wenn tonnenschwere Geräte durch die Luft sausen, wenn sie über das ganze Weltall herum uns deutlich machen, wie groß Gott wirklich ist. Der erste Weltraumforscher, der Juri Gagarin, wenn ich es richtig habe, der hat gesagt, wie er da oben war, er hat keinen Gott gefunden. Er hat keinen gesehen. Und ich denke, wir können darauf antworten, ja, du kannst Gott nicht sehen, wenn du nur hinausschaust. Es ist wichtig, auf dein eigenes Innere zu schauen, denn dort wirst du Gott finden. Meine Lieben, unsere Zeit hat sich massiv geändert. Aber auch wir als Christen haben in dieser unserer Zeit eine Aufgabe. Auch wir haben eine Berufung. Es ist auch für uns wichtig, für ihre Kinder, für ihre Enkel, für ihre Urenkel, dass sie ihnen zeigen können, wie gut der Herr für uns ist. Dass sie ihnen zeigen können und vorlegen können, nicht nur wie man mit Freude umgeht in seinem Leben, sondern auch wie man mit schwierigen Augenblicken umgeht und nicht zuletzt, wie man auch mit bitteren Stunden umgehen kann, ohne darin in Verbitterung zu verfallen. Unsere Zeit ist eine Zeit des Umbruchs. Auch in der Politik sehen wir das.
Viele Menschen haben ihre Heimat verlassen, sehr viele von ihnen total unfreiwillig. Und sie sind jetzt auf Wege hier in Europa. Erinnern wir uns daran, wie gut sie alle aufgenommen worden sind in jenen Orten, wo sie dann eine neue Heimat gefunden haben. Und helfen wir jenen Menschen, die heute auf der Flucht sind, damit es auch ihnen so ergehen kann. Möge Gott der Herr Ihnen allen und uns allen dazu seinen Segen geben. Amen. That's good.